Es gibt wohl wenige klassische Instrumente, die so sehr geliebt werden wie das Cello. Und wenn man dann gleich zwei davon hat, sind einem die Herzen seiner Zuhörer ja fast schon sicher. Luka Šulić und Stjepan Hauser sind bekannt als Two Cellos. Als talentierte Jungmusikstudenten mit eigenem YouTube-Channel gestartet, wurden sie darüber sehr schnell berühmt und 2011 haben sie einen Vertrag bei Sony bekommen. Two Cellos sind in Stadien und in Late-Night-Shows aufgetreten und produzieren Musikvideos. Meist covern sie dabei Pop-Klassiker, Filmmusik und Chartsongs. Mit 1 Milliarde Aufrufe sind sie die erfolgreichsten Cellisten der Welt. Aber mit ihrem neuesten Album Dedicated läuten sie nächstes Jahr eine Abschiedswelttournee ein. Two Cellos sind jetzt mit mir hier im SWR2 Musikgespräch. Hello! Hallo, was für eine tolle Einleitung, wow! Ihr zwei habt, wie ich gesagt habe, klassisch angefangen am Konservatorium. Meist ist das Ziel danach ja, einen Job im Orchester zu bekommen oder Solist zu werden. Wann und warum hat sich euer Ziel, euer Weg dabei verändert? Also schon als kleines Kind hatte ich den Traum, klassische Musik populär zu machen, vor tausenden Menschen zu spielen und das auf den ganz großen Bühnen. Das war viele Jahre mein Traum, seitdem ich ein kleiner Junge war. Und dann später, als ich klassisch ausgebildet wurde und merkte, dass klassische Musik fast nur von älteren Menschen gehört wird, wollte ich ein jüngeres Publikum gewinnen. Das war der Moment, in dem die Idee aufkam, etwas Einzigartiges zu schaffen, etwas Aufregendes, voller Energie und Adrenalin. Und so ist es dazu gekommen, dass Two Cellos gegründet wurde. Gewissermaßen wollten wir etwas Neues schaffen. Das Cello-Repertoire ist ziemlich begrenzt und wir haben immer auch andere Musikgenres gemocht. Wir wollten etwas Außergewöhnliches, etwas Revolutionäres schaffen und das nicht nur auf das Cello bezogen, sondern auf die ganze Musik. Am Anfang haben wir sehr viel experimentiert, haben neue Techniken ausprobiert. Es sollte so gut wie möglich klingen und das mit nur 2 Instrumenten. Das war eine große Herausforderung, aber wir haben es geschafft. Ihr seid immer noch erfolgreich, aber trotzdem wollt ihr die Geschichte von Two Cellos beenden nach so vielen Jahren. Warum ist das so? Every superpower has its end. Ja, das stimmt. Jede Supermacht hat ihr Ende. Schon vor Corona hatten wir eine kleine Pause eingelegt. Durch Corona hat sich die Pause dann in die Länge gezogen und in dieser Zeit ist jeder von uns seinen eigenen Weg gegangen, sowohl musikalisch als auch privat. Aber wir wollen die lange Zeit feiern, das, was wir in den letzten 10 Jahren zusammen erreicht haben. Dafür werden wir nochmal alles aufbieten und dann war es das mit den Two Cellos und jeder von uns kann sich auf seine eigenen Ziele konzentrieren. Auf dem neuen Album covert ihr Bad Guy von Billie Eilish oder One Republic. Ich frage mich, gibt es auch noch Songs, die ihr toll findet, aber die ihr nicht gecovert habt, weil es einfach auf dem Cello nicht umzusetzen ist, weil es schwierig ist? Ja, weil wir immer versuchen, es besser zu machen, als es im Original ist. Und wenn wir merken, dass wir das nicht erreichen können, warum sollen wir es dann tun, wenn am Ende nur ein durchschnittliches Arrangement dabei herauskommt? Das ist nicht unser Anspruch. Gibt es da ein konkretes Beispiel? Zum Beispiel viele Songs von Queen, die wir sehr mögen. Die funktionieren auf dem Cello einfach nicht, weil Freddies Stil sehr speziell war. Das hatte oft so etwas Opernhaftes. Es wurde viel mit Chor gearbeitet und es ist einfach nicht so überzeugend, wenn man versucht, das auf das Cello zu übertragen. Ah, okay. Viele sagen ja, dass das Cello am nächsten an der menschlichen Stimme sei. Ist das ganze Geheimnis seiner Popularität oder ist da irgendwie noch mehr? Was glaubt ihr? Das Cello hat so viele Möglichkeiten. Du kannst nicht nur wunderbare Melodien darauf singen. Mit Gitarreneffekten kann man das Cello auch sehr hart anspielen. Eine Verzerrung klingt auf dem Cello sehr kraftvoll, meiner Meinung nach noch kraftvoller als auf einer Gitarre, weil man hier einen Bogen hat und die Verzerrung dynamisch gestalten kann. Das verleiht dem Ganzen nochmal eine neue Dimension. Aber man kann auch Pizzicato spielen oder das Cello wie eine Gitarre benutzen. Man kann darauf singen, man kann darauf sehr tief spielen, aber auch sehr hoch. Wenn dann 2 Cellos kombiniert werden, kann man da unglaublich viele wunderbare und kreative Dinge machen.
Nun, neben der Musik geht es bei euch ja auch viel um die Videos. Die sind sehr aufwendig produziert, an wunderschönen Orten, historischen Städten. Ihr seid selbst oft verkleidet als Piraten oder als Gladiatoren. Erinnert ihr euch noch an eine besondere Dreharbeit? Ja, unsere Dreharbeiten waren immer eine große Herausforderung. Manchmal sind viele Cellobögen während den Dreharbeiten kaputt gegangen. Je nachdem, um die 6 oder 7 Bögen. Als wir die Gladiatoren gedreht haben, war es so eiskalt in den Bergen. Das mussten wir erst einmal überstehen. Es war so windig. Einfach verrückte Bedingungen. Wir mussten viele schwierige Momente durchleben. Und das alles für die Kunst. Glaubt ihr, dass eure Arbeit Einfluss auf Menschen hatte, also abseits von Unterhaltung? Haben vielleicht mehr Kinder Cello gelernt oder haben mehr in den Bereich der Klassik geschaut? Wie seht ihr das? Ja, auf jeden Fall. Das Cello ist viel populärer geworden. Und wir haben viele andere Crossover-Künstler und Bands inspiriert, die angefangen haben, ähnliche Dinge zu tun wie wir. Eigentlich haben wir die Jugend zerstört und ihre Lehrer raufen sich die Haare, weil niemand mehr Tonleitern üben will, was eigentlich immer selbstverständlich war. Alle wollen sofort AC/DC spielen. Es ist ein zweischneidiges Schwert. Ich kann nur jedem raten, lerne erst dein Instrument und versuche dann offen für alles zu sein und öffne deine Ohren, experimentiere, finde deinen eigenen Weg, deine eigene Stimme. Ich denke, das ist etwas, das in der klassischen Musikausbildung zu sehr vernachlässigt wird. Jeder denkt nur daran, eines Tages im Orchester zu spielen, aber sie vergessen dabei, auch an anderen Fähigkeiten zu arbeiten, die in ihnen stecken. Wenn ihr an die Zukunft eures Instruments, des Cellos, denkt, in 100 Jahren, haben wir da noch klassische Celli oder was passiert da? Klassische Musik wird es immer geben. Sie wird immer ihre Zuhörer finden. Hoffentlich inspirieren wir eine neue Generation, die die Klassik in die Zukunft bringt. Two Cellos, das sind Luka Šulić und Stjepan Hauser. Ihre letzte Welttournee führt sie im Mai 2022 unter anderem nach München und Berlin. Vielen Dank fürs Gespräch. Thanks for talking to me. Thank you for having us.